Willkommen, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Kleiner spontaner Ausflug in die heimische Bergwelt. Ja, ich mache so ein, wie sagt man dazu auf YouTube, wenn es ein 3-Tages-Overnighter ist, ein 3-Nighter, man weiß es nicht. Ja. In dem Fall sind 27 Kilo in meinem Tasmanian Tiger Pathfinder MK1. Und wir schauen mal, wo uns die Sache hinbringt. Wetter, es liegt Schnee, wir gehen hoch in den Buchenwald und Nachttemperaturen in jedem Fall alle Frost. Ja? Und jetzt aktuell haben wir gerade 2 Grad plus. Sonne ist aber gerade am Untergehen. Ich mache ab und zu mal so ein paar kleine Zwischendurchaufnahmen. Ja? Das ist kein Tagebuch diesmal. Ja, die Prämisse liegt auf was anderem. Das eine oder andere ausprobieren, was hier hinten drin liegt. Deswegen sind wir hier. Aber ich wollte euch trotzdem so ein bisschen dran teilhaben lassen. So, Eli, komm, wir machen ein Trinki. Hier, Eli. Oh, da gibt es einen Kamm. Kannst du dir auch gleich die Haare mitmachen. Was für Dreckschweine hier mal wieder, ne? Aber wir kennen das schon. Das ist in Deutschland wie in Schweden. Also sieht aus wie ein DDR-Kamm. Dann nehmen wir den mal mit, weil der macht noch ein paar Jahre. Ja. Nee, Eli, guck mal hier. Ein Trinki. Nee, das ist. Das ist kein langer Weimaraner. Ja. Das ist ein feiner, Eli. Machst du schön Trinki. Ja, ich habe für uns natürlich ein bisschen mit, 2 Liter, aber es sieht ja gut aus hier, ne? Also wir kriegen in jedem Fall genug Flüssigkeit, ansonsten ist das hier in der Region, zumindest im Sommer, sehr schwierig, was zu bekommen. Und jetzt kann ich mir morgen früh auch den Scheitel ziehen, akkurat, ja. Auf dahin, bon voyage. Den Hauptweg haben wir verlassen. Ja. Und es wird weißer in der Landschaft. Das habe ich tatsächlich erwartet. Ich hätte aber nicht gedacht, dass wir doch noch ein paar Leute, wir haben immer auf dem Weg noch welche getroffen, da es nämlich bald gleich dunkel wird. Ja. Wir sind extra zu einer späten Tageszeit losgegangen, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Und wir möchten hier neben den Sachen, die wir testen, sind wir auch noch auf Wolfshirsch. Und ja, es geht steil nach oben, ne? Seht ihr. Ich habe Ila extra keinen Rucksack angemacht, da der was anderes bekommt. Also das darf ich jetzt natürlich nicht sagen, ne? Das könnt ihr euch vorstellen. Deswegen trage ich jetzt ein bisschen mehr, ne? Wer sich jetzt fragt, Dominik, 3-Tages-Wanderung, 27 Kilo, 28 sind sogar fast, ja. Das meiste davon ist für Eli tatsächlich. Aber wie gesagt, Frost nachts. Jo. Und es geht jetzt den Hang, geht es gleich richtig steil. 50 Meter noch. Deswegen filme ich lieber jetzt noch, weil gleich wird mir ein bisschen die Atemluft fehlen. Aber das, da kommen wir rein. Da kommen wir rein. Kein Problem. Und die Schuhe, ja, natürlich frisch eingewachst mit dem besten Lederwachs der Welt. Ja. Damit wir hier richtig schön jetzt, seht ihr ja hier, Matsch, Schnee. Ja. Und das für die nächsten 3 Tage. Das wird lustig. Jetzt geht's hoch, ne? Na, Ila, wie sieht's aus? Geht's hoch? Ab die Katze. Na los. Zing, zing.
Schön langsam, Eli. Das ist schön, Eli, dass du so fit bist. Ja, fein. Ein dritter Arm wäre gut. Jo. Okay, das hier die ganze Zeit. Auf dahin. Da geht's jetzt hoch. Jo, ich präsentiere die Echo-Show-Ho-Ho-Banant. Eli, sag mal was. Hallo, Herr Eli? Ist da noch ein Eli? Ist das vielleicht der Eli? Ist gut, ne? Ich weiß nicht, ob das rüberkommt mit der GoPro. Aber das ist, ich rede relativ leise eigentlich. Und Backcountry. Wisst ihr, was ich sagen wollte? Ja, es schallt hier und es geht jetzt steil nach oben. Wir freuen uns. Ungefähr für die nächsten 28 Minuten in diesem Tempo geht's weiter. Das möchte ich euch ersparen. Das Elbtal. Schon ein bisschen zu sehen. War gleich besser. Also die Sicht. Der Weg nicht. Ja. Schöne Aussicht, ne? Wir haben, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, wir haben in einer knappen halben Stunde haben wir Sonnenuntergang. Wir hatten ein kleines, wir mussten einen kleinen Rast einlegen, ungeplant. Werden wir also nicht mehr pünktlich schaffen zu dem Punkt, wo ich eigentlich gedacht hatte, dass wir eventuell hinkommen könnten. Aber ich hatte schon Zweifel. Aber das macht nichts. Ne? Wir waren ja jetzt schon so oft gewesen und haben das gesehen. Und die GoPro wird es wahrscheinlich sowieso nicht genauso rüberbringen. Ja? Nichtsdestotrotz wollte ich euch jetzt mal an diesem wunderschönen Weg teilhaben lassen, den es hier nach oben geht. Ja? Seht ihr? Eli ist Feuer und Flamme. Der kennt das schon. Eli macht das tatsächlich. War schon vor seinem ersten Lebensjahr. Darf ich das hier wieder sagen? Ja, natürlich, Dominik, darfst du es sagen. Eli ist noch nicht mal 10 Monate gewesen. Noch nicht einmal. Das ist hier schon hochgekrabbelt. Und zwar alleine. Genau, diese Stufen. Ja. Von daher könnt ihr euch vorstellen, dass es für ihn jetzt ein Witz ist. Für mich eher weniger. wegen dem Charlie. Ja. Aber auch das bin ich auch schon als Kind. Das wäre jetzt in jedem Fall übertrieben. Ja, wir kriegen das hin, aber hier ist Piano. Da an einigen Stellen, der fällt hier natürlich wegen dem Schnee. Teilweise hängen hier Eiszapfen. Ja, sehe ich denn immer erst zu spät. So, Eli, wollen uns jetzt mal zeigen, was du kannst? Hoch geht's. Bei 3. Ich helfe nicht, ihr seht, ja. War nicht übertrieben, ja. Schön ruhig bleiben, ihr Lieben. Jetzt wird es hier ein bisschen schmaler. So, Eli, die schmale Seite. Wie sieht sie aus? Mit einem dicken Hintern? Mit einem dicken Hintern? Dann würde ich hier hochschieben. Ein kurzes Stückchen, ja? Na, hopp, ihr Hoscher. Der Rucksack zieht hier ganz schön runter. Ja. Und die Rinne hier in der Mitte ist glatt. Und ich muss gerade gegen Eli und den Rucksack ankämpfen. Hoch damit hier. Ja, komm, ich bin noch.
Cliffhanger, Eli, Cliffhanger. Was ist los mit dir? Sonst hättest du so ein großes Maul. Ja. Über die Sprosse war ich gerade so. Ja. Mit zwei Händen am Fels. Ich weiß, wäre es einfacher, aber dann wärt ihr jetzt nicht dabei. Bring mich jetzt also wieder für meine Abonnenten in den Sofa. Ich sag nicht das erste Mal, wenn es euch beruhigt. Kennen wir schon. So, wieder mit dem dicken, fetten Hintern. Ha? Sieht gut aus, oder? Ist ein richtiger Profi. Und hoch geht's, Eli. Hopp, die Pop. Hoch da. Zwinky Bink. Na komm, hoch. Hoppi. Ja, das schaffst du, Eli. Hoch mit dir. Oh, das ist ein feiner Eli. Das ist ein richtiger feiner Eli. Hoch dir. Zwinky. Hau. Rein. Los geht's. Ja, das kriegst du hin, Eli. Das sieht gut aus. Ha? Im nächsten Leben werde ich in jedem Fall ein Motivationstrainer, wisst ihr. Das ist alles eine Kopfsache. Habt ihr gut gesehen gerade bei Eli, ne? Das hat ja nichts mit Kraft oder Technik zu tun, bei der Kopf. Ja. Gut. Oh. Warte, Eli. Warte, so schnell sind wir nicht hier. Boden kommen. Na, wie sieht's aus? Ruhe sie erstmal kurz aus, Eli. Schön ruhig bleiben. Ganz ruhig. Hast du fein gemacht, Eli. Hast du ganz fein gemacht. Aber weißt du was, Eli? Komm, wenn du hier hochgehst. Nee, hier, Eli, guck mal. Der weiß es in jedem Fall besser. Der weiß es in jedem Fall besser. Und dann lass ich ihn auch. Dann lass ich ihn auch. Los, Eli. Zink das Ding. Hoch mit dir. Hoch, Eli. Das schafft er. Ist er nicht geil? Ist er nicht geil? Es ist eine Bergziege. Ha? Aber zum Preis vom Kamel. Schön ruhig bleiben, Eli. Schön ruhig bleiben. Ja, das hat er. Das hat er. Und wir sind oben. Also fast. Aber noch ein bisschen Aussicht. Oh, die Hof. Ja? Komm mal her, Hühnchen. Komm mal her. Ein bisschen Schnee. Ja, ein bisschen Schnee zur Belohnung. Ah. Haben wir fein gemacht, ne? Cliffhanger an der Steilwand. Und da ist er. Jo. Hier geht's lang, Eli. Kleinen Ausguck. Ausguck Fromse Abhang. Oh, hier dürfen wir mit dem Rucksack nicht so weit rangehen. Der. Eli, vorsichtig. Vorsichtig. Oh, ist es nicht was? Und hat man das eigentlich schon? Ich glaube nicht. Und es ist hier so angebracht wie sonst auch immer. Backcountry Expeditions. Wie immer, völlig allein. Also fast. Denn wir haben noch einen Dreiviertelmond da, der uns beobachtet. Und da hinten den Sonnenuntergang. Der ist da übrigens. Ja? Das ist nicht akkurat Westen. Westen wäre genau dort. Ja, aber ein bisschen müssen wir noch. Ein bisschen müssen wir noch hoch. Die völlige Ruhe. Schönes Ding. Wird bald dunkel. Ich wollte euch eigentlich nur so ein paar Eiszapfen filmen. Das sieht ganz toll aus. Da oben hängt, ich weiß nicht, seht ihr das? Hängt wieder einer in dieser Felsspalte drin. Aber bis jetzt waren die Ecken immer so dunkel und ich musste mich beeilen. Denn wenn die Sonne weg ist, dann will ich zumindest durch das unwegsame Terrain. Da kommt gleich noch ein Eckchen. Ja.
ohne Kopflampe natürlich. Ja? Also die will ich nicht rausholen. Deswegen wollen wir nicht zu lange pausieren. Auf dahin. Aus, ne? Guckt euch mal unten. Das ist alles Pine Beetle. Wir hatten das, ne? Bockenkäfer. Alles tot da unten. Ah, so gut wie alles. Mal gucken. Der Mond und seht ihr ja, ne? Ich mache die Kamera mal aus, weil die Nummer ist hier eine, das ist hier eine Nummer zu heiß. Da brauche ich beide Hände. Der war nicht ohne. Der war nicht ohne, meine Freunde. Oh. Ja. Es ist dunkel, ne? Schau mal, ob ich ein bisschen heller bekomme. So. Dass ihr wenigstens mich seht. Viel mehr kann ich euch jetzt auch nicht anbieten. Und ich kann auch nicht wirklich laut reden. Wir sind auch ein bisschen auf Wildbeobachtung gerade. Es ist schon spät am Abend. Der Mond ist auch schon weit wieder weggewandert. Wir haben sternklaren Himmel. Und wir haben schon die ersten Eulenarten gehört. Und zwei habe ich sogar schon gesehen. Ist eine ganze Menge los nachts. Wölfe bis dahin noch nicht, aber die Nacht ist ja noch lang und wir gehen noch ein paar Meter. Ja. Die Wege sind nicht ohne. Ich habe natürlich genug Akkus mit für die Lampe. Und ja, beziehungsweise ich habe auch zwei Lampen mit. Einige sind sehr gefährlich, das darf man so sagen. Ist auch nicht zur Nachahmung empfohlen. Und deswegen filme ich das auch am besten nicht, dass jemand hier auf möchte kein schlechtes Vorbild geben. Ja. Aber so ist das nun mal bei Backcountry Expeditions. Manchmal muss man auch ein bisschen Risiko eingehen. Und dafür haben wir eine herrliche, wirklich ruhige, ungestörte Nacht Anfang März. Und kalt ist es natürlich. Wir dürfen ungefähr 0 Grad haben. Pi mal Daumen. Schön ist es. Ich bin gespannt, was die Nacht noch bringt. Ich habe erstmal ein bisschen gestärkt, ja. Ich habe ein bisschen gefuttert, ein bisschen was Warmes, Rucksack mal, ein bisschen Schultern entspannt und jetzt geht es auch wieder ein bisschen weiter. Auf dahin. Gutes Nächtle erstmal. Ja, egal, das ist ein bisschen steiler, ne? Vorsicht. Eisglätte. Eisglätte, schön langsam. Na, das schaffst du wieder. Komm. Ja, ist alles gut.
Wow! Sehr langsam. Wenn du rückwärts runter gehst, wie der Papa, dann geht's einfacher. Schön langsam wieder. Halt. Halt wieder. Schön, komm. Hier ran, wo kein Schnee liegt, darf hier ran werden. So, ist es fein. Das ist fein, Eli. Halt. Halt, Eli. Halt, halt. Halt, halt. Okay, jetzt kannst du weiter. Jetzt kannst du weiter. Ja, das ist ein feiner, Eli. Das ist ein feiner, Eli. Ja, machen wir mal ein bisschen was für den Kopf, ne? Das ist ein feiner wieder. Ja, hast du gleich oben, guck mal. Ja, das schafft die. Hier ist es. Hier ist es. Das ist ein feiner wieder. Gut, Mama? So sieht's aus. Und schön lang. Hier einfach rücklaufen. Kannst du? Kannst du dann, ne? Mit dem Dickkopf voraus. Schön langsam. So, Eli. Schön langsam. Das ist ein feiner Eli. So ist er fein. So ist er fein. Oh. Hier wird es wieder ein bisschen, oh, ein bisschen humaner. Wir sind eben nur auf dem Arsch runter auf den Treppen. Da ging es. Ne, was willst du machen? Vereiste Stufe ohne Geländer. Sie hat die letzten 150 Meter nur auf dem Hintern runtergerutscht. Jo. Schönes Ding, aber. Schönes Ding. So sieht es jetzt hier aus. Also fein gemacht, Eli, ne? Ja. Ja, also schon auf dem Rückweg. Ja. Die Sache war eigentlich ein bisschen anders geplant, als dann stattgefunden hat. Das heißt länger, selbstverständlich. Ja, ist ein bisschen was dazwischen gekommen und ich passe mich lediglich der Situation an. Von daher ist alles gut, ist nichts passiert, uns geht's gut, alles bestens. Ja. Also immer ein kleiner Eindruck habt ihr aber zumindest jetzt mal gehabt. Ja, Eli mit Dominik sozusagen in den verschneiten Bergwäldern. Ja. Und dann sind wir auch gleich wieder zurück. Ich weiß nicht, ob später noch eine Aufnahme kommt, müssen wir mal gucken. Ansonsten kommen jetzt auch ein paar Menschen. Ne? Verabschiede mich schon mal prophylaktisch. Ja. Auf dahin. Viel Spaß draußen.